Wollte ich gerade sagen. Ich habe hier ein paar Topflappen für dich. Und was genau soll ich damit anfangen? Ich habe nicht vor, mir die Hände schmutzig zu machen, geschweige denn zu verbrennen. Wir könnten uns doch per Telefon ein Taxi bestellen. Gut nachgedacht, Prinzessin. Hast du denn auch ein funktionierendes Telefon? Ich habe dieses schnurlose Telefon hier. Ich bin mir sicher, dass du damit auf deinem Spielplatz der King bist. Aber wir Erwachsenen benutzen echte Telefone, weißt du? Ich habe hier eine Zickzackschere. Aber ich glaube, ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest einem Wächter die Bauchdecke aufschneiden. Du siehst zu viele Filme. Das kann sein. Soll ich dir einen Drink holen? Nein, danke. Ich will noch fahren. Oh ja. Fahren. Willst du einen Strohhalm? Hast du keine Angst, dass ich einem Wächter damit die Lungenbläschen kaputt puste? Weißt du was? Ich behalte ihn einfach. Ich habe ein Ticket für den Wäschelift. Und du bist, wie ich sehe, sehr stolz darauf. Du bist doch der Schlüsselmeister. Ja. Dann interessiert dich vielleicht dieser alte Schlüssel hier. Edna, du hast ja den Schlüssel zu Dr. Marcells Geheimzimmer gefunden. Respekt. Am Ende bist du doch nicht so einfältig und unschuldig, wie du dich gibst. Seine Handschrift will ich gar nicht. Ich kann Dr. Marcells Unterschrift nachmachen. Nicht schlecht. Kannst du auch seine Stimme? Seine Stimme? Wieso sollte ich? Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Igitt, lass das! Das ist ja unheimlich! Igitt, lass das! Das ist ja unheimlich! Cool, kann ich das nochmal hören? Ich kann Dr. Marcells... Nicht schlecht. Kannst du auch seine... Seine Stimme? Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Igitt, lass das! Das ist ja unheimlich! Igitt, lass das! Das ist ja unheimlich! Schön nachsynchronisiert. Du brauchst eine Therapie. So, denkst du das also? Amüsant. Ich kann die Unterschrift des Barmanns nachmachen. Jeder Bingo-Spieler könnte das. Beeindrucke mich lieber durch Resultate. Höre ich da einen Hauch von Ungeduld? Der Fußboden ist sehr kalt, wie du ja weißt. Oh ja. Ich habe hier einen Topf, aber ich gebe ihn dir lieber nicht. Du könntest ihn benutzen, um die Eingeweide eines Wächters darin zu kochen. Denkst du etwa so über mich? Denk noch mal. Ja. Sieh mal, das ist der Generalschlüssel. Sehr schön, gut gemacht. Jetzt gib ihn mir. Nein, mach dir doch selbst einen. Mach dir doch selbst einen, sehr gut. Gib ihn mir. Nein. Jetzt hab ich Angst. Ich habe hier eine Harke, aber ich gebe sie dir lieber nicht. Du könntest deinem Wächter damit das Gesicht zerkratzen. Offensichtlich ein naheliegendes Szenario, vor dem du sowohl mich als auch den Wächter unbedingt bewahren solltest. Ich habe mich mit einem Fußnagel aus meiner Zelle befreit. Nicht schlecht. Nun, ich habe mich mit der Besitzerin des Fußnagels befreit. Auch nicht schlecht, oder? Das war sagt. Haben wir hier schon das voll gekritzelt? Auf jeden Fall sollten wir mal hier... Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja... Da bin ich wieder. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz. Zuerst müssen wir noch den Motor in Gang bekommen. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Dann fehlt uns noch ein Hinterreifen. Du musst einen Ersatz finden. Und eine Art Wagenheber.
Wenn das alles geschafft ist, kümmern wir uns um das Haupttor. Was unternehme ich wegen des fehlenden Hinterreifens? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen auftreiben kannst. Aha, ich habe noch keine Idee, wo, aber wir finden schon einen. Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Vielleicht macht es der Arnoman Jones. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Okay. Wow. Okay, den Schlüsselmeister haben wir schon mal da. Lieber nicht. Da sitzt diese Wache am Empfang. Jetzt sollten wir mal versuchen. Das hier noch zu beknipsen. Oh ja. Es geht. Oha, das geht auch. Hier gabeln sich unsere Wege. Ich würde gern, aber ich komme nicht näher ran. Die Walkable Area Map ist hier zu Ende. Mhm. Wie toll. Schau mal, Harvey, ein Schild. Ich führe nichts im Schilde. Das weiß ich doch. Ich wollte dich nur auf dieses Schild aufmerksam machen. Mir gefällt dein verdächtiger Unterton nicht. Mann, Harvey, komm mal runter. Ich hab doch nur... Wenn ich planen würde, die Raumzeit zum Kollabieren zu bringen, wäre der Himmel dann nicht orange-rot? Was? Aber der Himmel ist heute orange-rot. Das kann viele Gründe haben. Okay. Oh, ein Ersatzreifen. Können wir den vielleicht irgendwie nehmen? Oh nein. Oh oh. Und da rausnehmen, ohne dass es Alarm macht. Bestimmt mit dem Messer. Die Furchen scheinen mir nicht tief genug. Oh oh. Hoffentlich hat das keine negativen Auswirkungen auf unsere Flucht. Vielleicht mit der Hake? Moment mal. Da sind ja schon Rillen drin. Irgendwer ist mir zuvor gekommen. Nein. Mit den Fingernägeln komme ich gut in die Rillen. Die Frage ist, was willst du in den Rillen? Grillen? Stimmt. Dieser Schlüssel ersetzt die meisten anderen Schlüssel. Aber keinen Schraubenschlüssel! Okay. Oh, grausame Welt! Zu groß der Ersatzreifen, zu klein der Topf. Zu sinnlos die Idee. Mist, der Stift schreibt nicht auf Gummi. In der Therapie fühlte ich mich auch wie das fünfte Rad am Wagen. Mist, der Stift schreibt nicht auf Gummi. Ich komme drauf zurück, man kann ja nie wissen. Vielleicht brauche ich später die Unterschrift von Herrn Goodyear. Oh ja. Dafür braucht man einen Schraubenschlüssel. Es hat Millionen Jahre gedauert, bis das Feuer erfunden wurde. Weitere 10.000 Jahre für das Rad. Und was wurde im letzten Jahrhundert erfunden? Kleiderbügel und Dosenöffner. Warum hat man nicht mit den kleinen Erfindungen angefangen? Man hätte viel Zeit sparen können.
Ah, ja. Hm, mal gucken, ob ich da etwas in den Rillen finde. Bah. Ist ja widerlich. Nicht als Sandstaub und Kiesel. Der Ersatzreifen steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem einen bekommen. Das Leben ist ein Flaschengeist und du hast raue Hände. Du hast einen bekommen? Wie, was? Wo? Da ist ja was gespoilert. Da sind noch ein paar Zickzackmuster zu wenig drin. Oh oh, hoffentlich hat das keine negativen Auswirkungen auf unsere Flucht. Nein. Sorry, ich bin leider nicht im Autoclub. Tja, schade. Autsch. Dr. Marcells Chauffeur fährt einen heißen Reifen. Der Reifen hat den Gabeltest bestanden. Damit kriege ich ihn auch. Ich brauche Werkzeug. Super. Du willst Schrauben, brauchen Schraubenschlüssel. Wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Sind Schraubenschlüssel drin? Bestimmt. Lackdosen. Belackdosen. Ihr unnützen Lackaffen. Pass auf, Harvey. Wenn du zu doll dran riechst, siehst du Farben. Blau. Ah, okay. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Lackdosen. Stativkabel. Okay, wir haben Stativkabel. Oh, ein Schraubenschlüssel. Habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht können wir damit in die Ecke. Mit dem Schraubenschlüssel das Rad abschrauben. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Sehr hübsch. Okay, da haben wir schon mal einen Ersatzreifen. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Mhm, Igor. Wagenheber. Da bin ich wieder. Was sollte ich noch gleich machen? Zuerst müssen wir noch den Motor in Gang bekommen. Da brauchen wir einen jemanden, der... Dann fehlt... Du musst einen... Und eine Art... Wenn das... Ich mach mich dann mal an... Das wollte... Okay, gehen wir da rein. Einen Alu-Mann brauchen wir. Vielleicht können wir den überzeugen, herzukommen. Oh, oh. Da steht... Hallo? Ich suche... Wie kriegen wir den dazu herzukommen? Oh oh. So, rein hier. Lang hier, hoch hier. Ah ne, hier war der. So, wir haben eine Idee. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut.
Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Hurra. Sekunde. Seine Hand muss, da müssen wir uns mal merken. Das ist so. Ja. Smack Mini. Nanu? Ist der Aluman noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Sehr schön. Das klingt ja sehr gut. Das klingt ja hoffnungslos. Hey, Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Das wird bestimmt gehen. Ach so. Positive Energie also. Naja, das... Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Oh ja, Lichtenergie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich da eine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja, es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Oha. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine... Sacre bleu! Okay. Können wir den... Bring die Steine in die... Sie müssen... Na. Nicht. Ich gehe dann... Bis später. Der Zen-Garten. Schauen wir mal. Wir haben eine Harke. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Ah, okay. Sekunde. Wir haben doch... Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Dann können wir dich vielleicht... So war das, glaube ich. Und so, oder? Oder nicht?
Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Wir waren das Muster, das kann das Muster und was mit dem Muster. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Okay, ich gehe nochmal gucken. Oh, oh. Ach, der Verdammte. Ich suche lieber. So wird es doch nichts. Okay, holen wir ihn mal hier vor. Okay. Und drei schräg übereinander und dann die zwei anderen schräg runter. Schräg runter, so. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Da vielleicht hier nochmal hin. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Drei schräg übereinander und dann die anderen. Der auf jeden Fall hier. Der hier. Ich glaube, den irgendwie. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Bevor ich da nochmal hochlaufe. Bericht aus. Den Garten. Das Muster habe ich, das ist ja, das müsste ja. Ich brauche es nur mal direkt vor mir, um es zu vergleichen. Vielleicht. Also wie es auf dem Bild aussieht, haben wir es eigentlich schon. So hier. Wow. Ah. Jetzt so. Strahlt es eine erstaunliche Ruhe hat aus. Hat schon die richtige Richtung, bloß war ein bisschen mehr auseinander. Sehr schön, die Abstände waren ein bisschen anders. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... Oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Tja, okay, er ist also schon dort. Ah, sehr schön. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Ja, hast das du haben wir. Eins? Easy.
Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Oha, na dann. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Wir brauchen einen Ersatzreifen und einen Wagenheber oder so. Ja, Ersatzreifen haben wir. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir... einen Wagenheber. Kriegen wir jetzt einen Wagenheber her? Tja. Brauchst du vielleicht ein Rad? Kannst du mir beim Reifenwechsel helfen? Schon gut, dann halt nicht. Hast du einen Automechaniker gerufen? Schon gut, dann halt nicht. Also vielleicht das Rätsel mal lösen. Wir können es nicht lösen ohne... Es klingt so... Ich riskiere... Da gehe ich lieber... Es wimmelt... Tja... Warte, vielleicht können wir... Suchst du die hier vielleicht? Schon gut. Dann halt nicht. Gut. Dann fällt mir auch nichts weiter ein. Dann mache ich mal eine kurze Pause.